got some business to take care of. See you later. Women. I hate to break it out to you, but Salazar is dead. Yes, it seems that way. Sadler, why don't you give up and let Ashley go home? Perhaps you are disillusioned with overconfidence, just because you killed my small-time subordinate. Sadler, you're small-time. Oh. Arrive in my cage of torment, my friend. So, noch ein paar Worten. Sag ich mal herzlich willkommen zurück, meine lieben Zockfreunde, bei Resident Evil 4. So, beim letzten Mal haben wir den guten Salazar erledigt. So, und jetzt natürlich unser guter Freund Sadler dran. Vor allem, die haben zwei fast identische Namen. Zufall? Ich glaube, wahrscheinlich nicht. Und, ja. Jetzt sind wir auf dieser merkwürdigen Insel gelandet, zu der uns Ada mal hingefahren hat. Und uns wieder verlassen hat, weil sie angeblich wieder was für Arbeit hat. So, egal, Geld und Sprach mitnehmen. Weiter. So. Ich will jetzt hier nämlich endlich mal durchziehen, weil sind wir jetzt ist halt der ja, schwierigste Part vom ganzen Spiel. Und er steht schon wieder im Hintergrund. So, ja, ich komme gleich, aber das hat Prioritäten. So, ich höre mal wieder Elektroschlag-Schläger. Nee. Und eine nette Mini-Gatling Gun. So. Nicht gut. Tschüss. Ich weiß nur, der ist einfach übelst scheiße zu töten, der Digga. So, das hilft aber auf jeden Fall. Okay. Hab mehr als ein Viertel meines Lebens. Ein Schuss bringt mich direkt um. Wuhu. Fängt schon mal geil an. Fängt richtig hammergeil an. Danke für das Geld, so, und ich hoffe, diesmal will ich jetzt nicht direkt verkacken. Hoffentlich. Ich weiß nur, der lässt sich einfach so was von Scheiße töten. Stunlocken kann man ihn aber richtig schön. So, und jetzt gibt's noch die Handgranate.
Ich dachte, ich wäre jetzt gerade schon wieder gestorben. Boah, danke, ohne Witz. Der hält einfach mehr aus als ein. Ich habe jetzt sogar ein bisschen mehr ausgehalten als Salazar. Die Frage ist, wie kommen die eigentlich in solche Equipment ran? Du stehst hier ein bisschen zu nah, Mann. Du bleibst unten. Oh, hallo. So. Schrotze. Und da haben sie wieder ihre Armbrustschützen dabei. Natürlich trifft mich das. Ich glaube, der hat Zuckungen. Der hat aber übelste Zuckungen. Wollen wir mal sehen. Tschüss. Oh, meine Fresse, ey. Nachladen. Zack. Und irgendwie habe ich den Scheiß überlebt. Irgendwie. Ich sag's nur einfach, das ist nur eine kleine Kostprobe von dem Scheiß, was mich hier noch erwarten wird, einfach. Und das ist einfach das Abgefuckteste und ich habe immer noch keine Magnum. Warum habe ich die eigentlich immer noch nicht, ey? Reflektor drehbar, ich würde ihn gerne drehen. Erstmal so, genau, so möchte ich ihn haben. Okay. Wo muss ich nochmal lang? Keine Ahnung, deswegen gehe ich einfach mal hier hin. Dann hier auch nicht. Dann runter und da gibt es einen Raum. Loot? Ja, Loot. Ist immer schön, Loot zu sehen. Okay, prüfen. Oh. Laser. Wer hat bitteschön das Geld gehabt, den Scheißladen hier eigentlich herzustellen? Wenn man sich so überlegt, so. Geheime Basis. Und dann kommt sowas dabei raus. Dass man einen Aktivierungslaserschrank braucht. Das finde ich ein bisschen skurril. Aber nur so ein bisschen. So, und jetzt drehen, drehen und drehen und drehen und drehen. Die Tür ist offen. Vorhin haben die es aber nicht benutzt. Logik. Na, was soll's. Jetzt können wir mit Schrei halt mal weiterverfolgen. Das war ja irgendwie so klar. Also die haben echt ein nettes Empfangskomitee, muss man sagen. Okay, ich habe 5 grüne Kräuter und ich hätte gerne ein paar rote.
Oh, Empfangskomitee. Was für die Geräusche, die machen. Die stöhnen so wie ein Tier, ey. Das ist irgendwie ein bisschen witzig. Aber nur so ein bisschen. Okay. Meine Red 9 hat so wie gar nichts mehr. Meine Schrotflinte gar nichts mehr. Ich glaube, das Spiel sagt, ich soll meinen Scharfschützengewehr mal benutzen. Das mal dringend. Mit so viel Munition, die ich übrig habe. Ah, Suchscheinwerfer. Oh. Realistisch. Darf ich? Danke. Hey. Du da. Hey, du da hinten. Kommst du? Und du verwandelst dich auch noch, oder? Nee, du liegst schön auf dem Boden. Das finde ich gut. Ey, ohne Witz, das Spiel sagt, ich soll sneakern. Aber hier erstmal nicht. Ich habe gerade keine Ahnung, wo jemand hinballert, aber jemand ballert irgendwo hin. Schatztruhe. Ein Goldlux. Das sah mir erst so aus wie ein Hase gerade. Wie auch immer. Schrumpfhinte. Wo seid ihr, Ganados? Oh, das nehme ich doch mal gern an. Das finde ich schön. Bam, 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 bam. Das kommt dahin. Oh, Raketenwerfer. Ah, super. Autsch. Autsch. Etwas sagt mir, ich sollte wieder hier brennen. Lebst du noch? Nein, das ist gut. Und du da hinten, kommst auch mal rüber. Oh, ernsthaft? Dann schießt sie in den Arm und stirbst du dann. Ist mir egal. Ich will euch alle hier nicht mehr sehen. Tschüss. Oh, und da kommt die Verstärkung von hinten, oder was?
So. Autsch. Ja, du siehst mich nicht, das ist gut, ne? So, jetzt spawnt mir alles weg, aber das ist mir jetzt gerade ein bisschen egal. Obwohl, nicht die Pistolenmunition. Die will ich haben. Meins. So. Okay, du bringst mir gar nichts. Finde ich nicht nett. Aber hier ist immer was Schönes. So. Bisschen Munition hier. Na komm. Ich habe genug von den Dingern. Da werde ich jetzt erstmal eh nichts brauchen. Habe ich eigentlich eine Karte hier? Müsste ich. Nein, ich habe immer noch keine Karte. Erst im nächsten Gebiet habe ich dann eine wahrscheinlich. So, ist unser Freund uns gefolgt oder nicht? Nee, der steht glaube ich immer noch da oben. Ja, dann komm mal rüber. Du stehst ja schon ein bisschen rum, weißt du? Du sag mal. Du hast einen Mundschutz, oder? Ja, schön für dich. Oh, stimmt, ich hätte den Wagen vielleicht abschießen können. Egal. Oh, hallo. Und tschüss. Ja gut, ich glaube, ich sollte auf meine... Wie viel Gewehrmuni habe ich? Ja, okay, die muss ich jetzt erstmal sparen. Schrotflinte geht immer vor. So, das ist ein Schalter. Drücken? Ja, gerne doch. Hey, mein Kollege, was geht? Was verkaufst du mir? Du, das nehme ich doch gerne an. Danke. Weißt du? Jetzt bekomme ich das, was ich möchte. Ich danke dir dafür. Oh, die stärkste Magnum, die man sich kaufen kann. So, was gebe ich dir denn dafür, dass du mir jetzt endlich das Stirnstück gegeben hast? Weißt du? Komm. Ja, den kann ich dir noch nicht geben. Eigentlich kann ich dir gar nichts gerade geben. Obwohl, ich glaube, ich kann den Markt hier einsetzen, so. Kombinieren mit dem. Nee, dann doch nicht. Natürlich, ich komme immer zu dir, das weißt du. Wir sind Geschäftspartner. So, aber du kriegst trotzdem die zwei Smaragde. So, die Red 9. Nee, warte. So, die Killer kann ich ja nicht. Ah, die Killer kann ich nicht bei dir aufwerten. Noch nicht zumindest. Ha. TMP bringt mir. Das könnte ich jetzt eigentlich gebrauchen. Is that all? Thank you. Ja komm, ich brauche die maximale Feuerkraft in allen Waffen. So, aber endlich habe ich jetzt die letzte Waffe in meinem Arsenal, ey. Auch wenn man dafür echt nur sehr wenig Schuss hat, ist es trotzdem immer noch viel wert. So. Das hier noch. Dahin, das noch.
dahin. Das hierhin. Und dahin. Und dann würde ich mal sagen, bin ich erstmal ausgesorgt. Obwohl, ich habe ja die Schatzkarte jetzt. Erstmal checken, wo hier Schätze sind. Den habe ich hier und gleich. Gleich beim Safe Room ist der nächste. Ah. Hallo Jungs. Hab euch nicht vermisst. Gib mir alles einfach. Gib mir alles an Munition. Alles kann ich schön gebrauchen. Zack. So. Geld, 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 Geld. Oh. Das war irgendwie klar. Also da könnte ich rein, das heißt erstmal kein Schatz. Was heißt, wo ist der nächste? Ah, nächsten Raum dann. Naja, irgendwie war es ja klar. Danke, dass du kapierst. Was haben wir hier? Nice. Also jetzt kriege ich schön meine Munition wieder, die ich ja gerade schön verballert habe. Frage ist, wieso haben die eigentlich so viel Munition, wenn sie eigentlich gar nicht wirklich Schusswaffen benutzen? Oder eigentlich gar nicht. Nicht witzig. Gar nicht witzig. Ja, das ist wirklich dreckiges Wasser, Leon. Oh, ich man hört die Fliegen richtig zu schwirren. Oh, nee. Nee, ich hab schon keinen Bock, wenn ich das schon höre, ey. Jetzt ist ein Vetter wieder von euch, ey. Ich hab ja noch so ein paar Granaten, also. Ja, wo wenn du schon so auf mich zurennst, dann kann ich dir eigentlich nur hiermit was sagen. Und jetzt mit einer Granate antworten. Und wieder wechseln. Okay. Ach komm, um euch da unten kümmere ich mich jetzt, weil ihr geht mir schon noch ein bisschen auf den Sack. Ach nee, ey. Wenigstens euch kann man sogar hier mit nicht töten. Das ist so idiotisch. So. Den roten Stein. Autsch.
Was guckst du mich so blöd an, weißt du? Guckst du mich hier noch immer noch blöd an? Hm? Guckst du mich noch blöd an? Hab ich mir gedacht, dass du das sagst. Was liegt denn hier? Oh. Was haben die denn hier gegessen? Etwas Vergammeltes. Oh, okay. Das ist gut. Das ist gut. Das ist nämlich der Stoff, den ich suche. So. Fast volles Gesundheitsmaximum. So macht's doch mal einen Spaß. Ich schwöre, ich erschieß die gleich einfach. Just hang in there, Ashley. I'm coming for you. So, da ist sie. Das heißt, da begeben wir uns auch jetzt schön hin. Oh, haben sogar Fotos für uns. Sie haben die Kamera ausgestellt, ja. Das wissen wir alle schon. Aber wie Anfänger. Aber vor allem denken nicht so, die werden oder die Kameraden mal kurz reingucken. Das steht außer Frage, ist natürlich der Ami. Jetzt stellt sich mir gerade die Frage, wo es hingeht. Ich habe keinen blassen Schimmer, ey. da war ich ja drin. Von hier komme ich ja. Ach, ein Blick auf die Karte hilft schon. Oh, da hinten gab es eine Tür. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich wirklich nicht gesehen. So. Tür aufmachen. Da bin ich echt schon ein bisschen blind, muss man schon sein. Aber ich weiß auf jeden Fall eine Sache. Das zu spinnen ist cool. Und wer weiß, wie viel Scheiß du hier geholt hast, aber. Got some rare. What are you buying? Das Ding will ich. So. Das will ich eigentlich jetzt sogar. Aber gibt euch hier dieses nette. Ja, ich zeig's jetzt einfach mal. Gibt euch diese kleine nette Minispiel-Arena hier. Wo man ein bisschen was machen kann. Und auch ein bisschen Cash verdienen kann. Welcome. Für dieses Spiel musst du die Waffen nehmen, die ich ausgewählt habe, Fremder. Wähle Art der Waffe, Fremder. Na, das Schnellfeuergewehr. Das heißt, Schrofwind und ein TMP, Granaten und alles. So. Das ist nämlich ein kleiner Minischießkurs. So. Typ A. So. Und das ist eigentlich nur so, ja.
Naja. Egal, ich hab den Preis bekommen. So, was bekomme ich denn jetzt? Na, was kriege ich von dir? Was willst du? Spiel beenden, so. Sie haben 4 Kronkorken gewonnen. Ja, und mit diesen Kronkorken, da bekomme ich auch was. Aber erstmal muss ich ja jetzt mir nochmal neue Munition holen. Wir machen das jetzt nochmal. Und jetzt kommt auch Ashley mal ran. So gern ich die jetzt eigentlich benutzen möchte. Geht's leider nicht. Wow. Ja, super. So, jetzt sind wir wieder leider. Hat so ein bisschen zu lang für mich gedauert und ich konnte es auch nicht weitermachen. Nichtsdestotrotz, selbst ohne eine vollgepumpte Weste, die mir eigentlich den Arsch retten würde die ganze Zeit. Bekomme ich irgendwas hin? Hoffe ich zumindest. Sind die tot? Ah. Ja, wohl noch nicht ganz tot. Ja, komm her. Ernsthaft. So. Danke, dass ich auch mal rein darf, Leute. So. Du kannst mich mal. Du stehst nicht mehr auf. So. Gab es jetzt irgendwas zum Aufheben? Ja, das hier. Oh, jetzt muss ich mich erstmal dafür heilen. Hätte ich gern nicht gemacht, aber. Was man ja leider nicht vermeiden kann, kann man ja leider nicht vermeiden. So. Wie viel Geld habe ich jetzt? 27.000, das reicht immer noch nicht, dass ich den Goldlöcks verkaufe. Ach, und ich bin zu faul, Munition zu verkaufen. Die nehmen wir natürlich noch mit. Das war, glaube ich, die Tür, die ich nie aufmachen konnte. Genau, die öffnen wir mal. So, da ist noch eine schöne Taschenuhr. Eine Speichermaschine brauchen wir leider noch nicht. Ja, das heißt, leider brauchen wir halt nicht. Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal her, ey? Got some rare. What are you selling? Ich hab eine Taschenuhr für dich. Ah. Scheiß drauf, was kann ich dir noch anbieten? Munition nicht. Das eigentlich eher ungern. Na komm. Ich glaube, ich kann 6 Schuss verkraften. Is that old? What are you buying? So, tschüss. Ich komme nicht wieder. So. Jetzt haben wir Super Soldat Leon am Start. Und ich hoffe, jetzt werde ich einfach viel, 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 viel weniger sterben.
sagt er und wird von Karma gleich ins Knie gefickt. So, da geht's nicht lang. Das heißt weiter nach oben. Oh, Ausweichroute. Nett. So, eine Brandgranate. Immer noch gerne. So, kann ich da jetzt rein? Kann ich da rein oder kann ich nicht rein? Ah, da kann ich rein. Ah, ist schon mal einladend, wenn die Kamera so richtig schön nah ist. Hallo. Ich hoffe, du schläfst darin gut. Denn ich will nicht sein. So. Oh. Sicherheitssystem? Okay. Ah. Oh. So. Okay. Ich sag mal blau, gelb und grün. Nee. So doch. Simpel. Simpel ist doch immer schön. So, die TMP-Munition mitnehmen. Der hat schön was bekommen. Ja, danke für die Schlüsselkarte, Mann. Komm her. Ich hab keine Angst vor dir. Ich sag dir ganz ehrlich. Ja, Louis, deine Notiz. Kann ich mir leider nicht angucken. Ich muss rennen. Fick dich. So, Schlüsselkarte ist verschlossen. Okay. Zugangskarte für den Kühlraum. Danke, ich will rein. Och, du Scheiße. Hat sich hier eine Massenproduktionsware oder was? Anscheinend. Dass das Kraut hier noch gut überlebt hat, ey. Was haben wir hier? Sie ist zugefroren. Lässt sich nicht öffnen. Kann ich das? Nee. Ich muss die Temperatur hier wärmer machen. Angeblich. Hiermit lassen sie Schlüsselkarte programmieren. Ah, okay. Dann rein damit. Schlüsselkarte für den Müllbereich. Klingt doch mal nett. Oh. Was haben wir denn da Schönes? Infrarot-Zielfernrohr. Das Ding ist, ich erklär's mal ganz kurz. Das sind halt Regeneratoren. Und diese Mistviecher haben einen minimalen Scheißvorteil. Und zwar, sie regenerieren sich. Wegen Parasiten. Und die sieht man halt nur mit dem Zielfernrohr. Und das Behinderte ist, manchmal haben sie hinter am Rücken noch welche. Und das sind die schwierigsten. Und deswegen braucht man ab jetzt halt sau viel Sniper-Muni, aber auch nur wegen denen. Und das fuckt mich auch echt ab, ey, weil die Viecher sind gruselig, ey. Okay, einfach jetzt nur nach rechts reingehen. Aber erstmal mir ins Bad gönnen. So, besagt mir, du hast
Na. Nein. Ich schwöre, ich treff grad gar nichts. Ich treff einfach einen Scheißdreck gerade, ey. Das ist echt widerwärtig. So, jetzt geht's aber ab in die Müllpresse. Und obwohl da jetzt welche kommen, werde ich jetzt erstmal den Part beenden, weil ich finde, der ist jetzt ein kleines bisschen schon länger, als ich es haben wollte. Deswegen, in dem Sinne, meine lieben Zockfreunde, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.